So Leute, willkommen zurück zu Jump Force. Wir haben beim letzten Mal... Dein Team ist auf Platz 1, das ist immer gut. Wir haben beim letzten Mal... Ich weiß nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich nehme zu wenig Jump Force auf, ich gebe es zu. Aber das Problem ist auch, das Kampfsystem reizt mich jetzt nicht wie zum Beispiel ein Dragon Ball Fighters Kampfsystem oder eigentlich nicht mal wie ein... wie ein Dragon Ball Xenoverse Kampfsystem. Es reizt mich eigentlich fast gar nicht. Unglaublich, dein Team ist auf dem ersten Platz. Zweiter, ja. Team ändern? Nö, natürlich nicht. Okay. Dann hat er wohl nicht so viel zu sagen. Dann gehen wir direkt zu den Missionen. So. Ich find's immer ganz lustig, hier die Leute zu sehen. Das ist so das Schönste. Hier können wir immer noch... Wir können noch Grenzbrecher Level 40 machen. Aber wir können hier uns auch die ganzen Elemente holen. Wollen wir uns erstmal die Elemente holen? Warte mal. Empfohlener Level 40. Ja, das ist... Ist auch was, ne? Wir sind ja erst Level 35. Ja, Goku hilft uns. Goku kann das. Gegen was kämpfen wir? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, gegen welches Element. Ich bin sicher, Gaara kann das. Elektro? Elektro. Das ist Element Elektro. Ja, da ist Gaara ja eigentlich gut, weil... Obwohl, bei Naruto ist ja Elektro gegen Boden effektiv, ne? Habe ich auch nie verstanden, weil die Erdung neutralisiert ja eigentlich. Aber ich glaube, das war einfach so das, was dann noch übrig war. Allerdings Wasser gegen Feuer ist jetzt auch nicht so... Wasser gegen Feuer, das ist sinnvoll. Aber Wasser gegen Erde ist jetzt auch nicht so das Sinnvollste. Weil ja die Erde auch Wasser absorbiert und enthält. Das ist ja eigentlich bloß das, was man für Pokémon so gut ist. Ring nur zurück. So. Ja, geht nicht so weit, hä? Oh, verdammt. Oha. Ja, jetzt geht er aber ran, ja? Okay. Er hat mich wütend gemacht, gebe ich zu. Au. Son, wir brauchen alles, was wir haben. Es ist einfach, ich tut mir leid, wenn ich jetzt wenig kommentiere, aber es ist einfach. Das ist einfach, ne? Dass das ihn nicht erledigt hat, ne? So. Einfach Kamehameha schießen. Aber er hat jetzt seine Ulti auch noch. Lieber, da könnte ich stehen. Oder auch nicht. Ja, das mit dem Perfekten habe ich nicht so drauf. Aber das hier kann ich. Ich
Ja, Shidori gegen Kamehameha. Wer gewinnt da wohl? Okay, ich wollte eigentlich mit der Wutattacke draufhauen. Warum? Das ist die Ulti, dagegen bringt die Wutattacke nichts. Wie viel die auch abzieht, guckt euch das an. Nur weil Sasuke hier ein bisschen lediert ist. Spiel dich mal nicht so auf. Wer war das? Killua? Ich glaube ja. Oh, nee. Das wollte ich nicht, ich wollte auf Ja drücken. Na warte, dafür räche ich mich. Problem ist halt, dass wir derzeit der Einzige sind, der vom Level her irgendwie was anrichten kann. Und ich will mit Goku halt auch nicht nur spammen. Bisschen zu früh. So, mit der normalen Kaioken. Er macht zwar nicht so viel Schaden, wie er könnte. Aber immerhin. Oh nein, ich bin wieder in der... in der Wuttechnik. Aber der hat nicht ganz so viel abgezogen, habe ich das Gefühl. Gut, du willst es so. Verfehlt? Der war doch gerade in einem Angriff drin. Nein, nein, nein. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Was? Wie hat der den Angriff da rausgekriegt? So. Jetzt ist hier aber mal Feierabend. Ich hab doch mein Kamehameha eingesetzt. Oh, und er steht wieder davor. Ja, Goku, wozu machst du das überhaupt? Also den Perfekten habe ich echt gesagt gar nicht drauf. Im Prinzip, ich muss ihn jetzt mit der Genki-Dama erledigen. Ich habe ihn getroffen. Das war knapp. Haben wir seine Verteidigung gerade gebrochen? So,
Diesmal gehe ich nicht das Risiko ein, dass er seinen perfekten Block hier macht. So, diesmal habe ich die Wutattacke voll getroffen. So. Gaara erledigt das. Der Kasekage kann's halt, ne? Und Goku hier total idiot. Ja, der hat auch eine ganze Menge durchmachen müssen. Und es gibt nicht mal viel Erfahrungspunkte. Ich müsste halt offscreen echt mal alle auf Level 40 trainieren. Das ist, glaube ich, auch derzeit so das, wo wir eigentlich stehen sollten. Aber ich mache halt die ganzen Missionen nicht. Ich denke aber, ich werde die meisten offscreen machen. Weil, es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich gerade gar nicht. Ich glaube, wir machen nochmal eine Schlüsselmission. Ich werde offscreen einfach noch ein bisschen trainieren. Lehrer und Schüler. Damit wir heute zumindest irgendwas geleistet haben. Kakashi? Ja, was gibt's denn? Würdest du mit mir trainieren? Nanu, wie kommst du denn so plötzlich darauf? Du erinnerst mich an meinen Lehrer. Nicht, dass er gleich aussehen würde. Das ist mehr die Art und Weise, wie du Naruto und Sasuke ansiehst. Und da ich meinen Lehrer aktuell nicht sehen kann. Verstehe. Nun gut. Das kannst du haben. Aber ich werde mich nicht zurückhalten. Ist das okay? Aber ja. Oh ja. Gegen den 6. Hokage. Das wird ein Rennen. Beziehungsweise, der da dürfte ja noch nicht 6. Hokage gewesen sein. Ich weiß zwar nicht, wie dein Lehrer so war, aber ich bin streng. Nun, Meister Evan, mein Lehrer, war auch sehr streng. Sehr streng zwar, aber auch sehr gütig. Nun gut. Dann versuche ich mich wie er zu verhalten. Los geht's. Jawohl, Meister Kakashi. Ich frage mich immer noch, wann der erste Zusatzcharakter hier aufschlägt. Der fehlt ja noch. Also, wurde ja schon angekündigt, wer es sein soll, aber ich frage mich wirklich, wann der dem Spiel beitritt. Ha, mein Schlag war schneller. Nee, das war kein guter Treffer für uns. Ich fall immer wieder drauf. So, komm, erledige ihn da. Trotz voller Kraft, hätte ich den erwachten Modus gebraucht oder bin ich tot? Im Training, sprich dein letztes Gebet. Gutes Training. Den Schüler umbringen ist immer ein gutes Training. Erdet ab, ne? Weil wenn man versucht, ihn umzubringen und er überlebt, dann ist das ein super Training. Problem ist, wenn er nicht überlebt, dann musst du dir einen neuen Schüler suchen. Weil was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker. Problem ist, was einen umbringt. Naja, das bringt einen um. Wow, das hat Kakashi einfach mal überhaupt nicht interessiert. Ah, das zieht aber meine Energie, solange ich in der Drachenaura drin bin. Aber wahrscheinlich die Drachenaura plus Ulti ist das, was so super effektiv ist. Versuchen wir es. Warum zählt Seins vor uns?
Nur weil er der Lehrer ist und uns hier in den Hintern tritt, oder was? Ja, da war noch eins. Hab ich dich, Kakashi. Ich werde dich nicht umbringen, aber ich werde dir Schaden machen. Selbst damit ist der Schaden von der Ulti einfach komplett vernachlässigbar. Ja, das war's. Der Gegenschlag, der hat uns erledigt. Ich muss das entweder mal auf die Kette kriegen oder stärker sein. Kakashi ist aber auch ein Gegner, ne? Ich find's ja so schlimm, dass dieser Angriff hier schon ungefähr so viel abzieht wie die komplette Ulti. Das ist auch das, was ich nicht so ganz verstehe. Warum ziehen die normalen Angriffe so viel ab wie eine Ulti? Ich meine, das sollte doch eigentlich ein Spezialangriff sein, der praktisch über allem steht, oder? Oder sehe ich das falsch? Oh nein. Sind wir tot? Ich würde fast drauf wetten. Weil das, was Kakashi hier macht, das ist eine Ulti. So, hilft das vielleicht jetzt was, wenn ich im erwachten Modus bin? Oh ja! Oh, erwachter Modus bringt's! Erwachter Modus macht deutlich mehr Schaden. Okay, das heißt, erst erwacht, dann Ulti. Muss ich mir merken. Alles klar. Dann haben wir aber Kakashi zumindest besiegen können und das Training für Dai beendet. War ja auch wirklich ein Training. Genug für den Moment. Ich habe immer noch Kraftreserven. Nein, das reicht. Sonst überanstrengst du dich nur. Immerhin willst du ja kein Ninja oder so werden. Ja, da ist was dran. Du bist sehr gut. Ich sehe, dass du einen guten Lehrer hattest. Und du hast hier zweifellos seine Lehren zu Herzen genommen. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du ihn getroffen hast. Das ist wahr. Danke für diese Worte. Meister Evan, wenn du mich hören kannst, ich will, dass du weißt, deine Lehren leben in mir fort. Oh, der ist wohl... Der ist wohl schon hinüber. Das tut mir auch etwas leid für den guten Dai, aber es ist ja in Animes und Mangas allgemein so, dass die Lehrer mit der Zeit draufgehen. Ich meine, bei Naruto war es jetzt nicht Kakashi, der draufgegangen ist, sondern Jiraiya. Bei Dragon Ball war ja Son Gohan derjenige, der gestorben ist. Also nicht der Sohn von Son Goku, sondern sein Großvater. Also ja, irgendeiner muss immer drauf. Ich überlege gerade, wer bei One Piece so... Bei One Piece gab es nicht wirklich einen Meister von Ruffy, der da gestorben ist. Gut, sein Bruder ist inzwischen tot. Aber das ist eine andere Geschichte. Und was mit dem da hinten abgeht, der hier, der trainiert hart in seinem Anzug. Das Outfit sieht auch cool aus. Gut, Leute, ihr lasst mir aber jetzt erstmal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht, mit Jump Force. Bis dann, euer Wolf.